sehr heikles Thema und hat natürlich sehr große Dimensionen, was man auch von verschiedenen Punkten her ansehen muss. Zum einen einmal wird mit dem Impfen natürlich sehr viel Geld verdient. Ich möchte das mal ganz klar so ausdrücken. Da ist einerseits die Pharmaindustrie, die zweimal an der Impfung verdient. Einmal, indem sie die Impfung setzt, direkt die Kosten. Und zum Zweiten durch die Folgeerscheinungen. Ja. Oder jetzt durch die Schäden. Und je nachdem, was ich jetzt für Schäden gesetzt habe, zum Beispiel ein Diabetes, da ist ja ein lebenslang muss dieser Mensch ja Medikamente einnehmen. Das ist, wie soll ich sagen, Lizenz ist doch eine Geld gute drucken. Zwelle. Ja, genau. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir nicht vergessen dürfen, dass Impfungen sind bis und mit heute für die Schulmedizin die einzige Prophylaxe, die sie hat. Ein Arzt heutzutage, und das ist nicht nur hier bei uns im deutschsprachigen Raum, sondern das ist überall so, lernt in der Ausbildung nichts über das Impfen. 2-3 Stunden über das Immunsystem und dann ist das Ganze erledigt. Und offiziell heißt es, und das ist seit den 70er Jahren bereits so, offiziell heißt es, damit wird kostbare Zeit verschwendet, weil Impfen ist ja sowieso was Positives, da muss man das nicht noch lernen. Und wie man eine Spritze setzt, das weiß sowieso jeder. Und das ist mehr oder weniger der Start, den ein Mediziner hat, wenn er in die Praxis reinkommt. Und hier lernt er dann plötzlich, hier werden Impfungen gesetzt und plötzlich merkt er, da kommen immer wieder die gleichen Kinder mit den gleichen Schäden und so weiter nach der gleichen Impfung. Und irgendwann, wenn er aufmerksam ist, fällt ihm auf, dass hier etwas nicht stimmt. Das heißt also, im Grunde genommen ist eine bestimmte Sorte von Krankheiten, die jetzt nicht lebensbedrohlich sind, komplett auszuradieren, eigentlich medizinisch gar nicht der sinnvolle Weg, sondern ist etwas, was den Menschen mittelfristig schutzlos einer potenziellen Rückkehr wieder aussetzt, mit dann aber sehr viel gravierenderen Folgen. Jawohl, unbedingt. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich fest überzeugt bin, dass wir das gar nicht ausrotten können. Ich bin der festen Überzeugung, dass zum Beispiel auch die Masern, selbst wenn, da gibt es ja keinen Zwischenwirt, ein Schwein oder weiß der Kuckuck was, sondern das ist ja nur von Mensch zu Mensch übertragbar. Dass auch das Ziel der WHO, die Masern, sie hat ja ein paar Mal nach oben verschoben, 2010 haben wir ja schon bald, jetzt haben sie es, glaube ich, auch 2012 verschoben, sie werden es noch bis 2090 verschieben, die werden es nicht schaffen, auszurotten. Und genau wir heute in unserer Zeit, Globalität, die Leute reisen hin und her, wir können das gar nicht schaffen. Die Frage nach dem cui bono ist ganz einfach zu stellen. Also hier geht es natürlich im ganz großen Stil um wahrscheinlich ganz viel Geld. Wenn wir uns überlegen, dass allein in Deutschland jährlich zwischen 40 und 45 Millionen Impfungen laut Auskunft vom Robert-Koch-Institut durchgeführt werden. Zwischen 40 und 45 Millionen jährlich. Jährlich. Jawohl, jedes Jahr. Und jetzt mit den neuen, das war also die Zahlen, die gelten also noch bevor die Gebärmutterhalskrebsimpfung eingeführt wurde, die kam ja jetzt noch dazu. Also da dürfen Sie jetzt dann noch ein paar mehr dazu rechnen. Wenn man sich natürlich überlegt, was hier verdient wird, und wenn man sich dann noch überlegt, dass jetzt, wenn ich eine Impfstoffampulle habe, das teuerste an dieser Impfstoffampulle, das ist die Verpackung und nicht der Inhalt. Dass eine Impfung 10, 15 Jahre in ihrer Entwicklung braucht und dass da zig Millionen von Euro oder Franken oder was auch immer, das da hinein verbracht wurde und dass man das nachher mühsam wieder herausbekommt und dass der Hersteller sich jetzt hinstellt und sagt, er gibt mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis nachher die Impfung ab und so weiter, das stimmt ja so alles nicht. Bei der Vogelgrippe war so interessant, dass bereits nach den ersten paar Wochen, man hat also Vogelgrippe, das Wort war schon geschaffen, man braucht ja irgendwas, wie man das Kind nennen durfte. Und dann war so interessant, dass man noch nicht wusste, was das für ein Erreger ist, aber man war bereits am Impfstoff herstellen. Das Problem ist, dass die Wissenschaft teilweise das schon zur Kenntnis genommen hat, nur ist natürlich dann, da steht nochmal die Industrie dahinter. Ja. Und das ist natürlich da das Problem, oder? Dass die Wissenschaft an sich. Und dann dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass es natürlich der Schulmedizin sehr schwer fällt, was auch nachzuvollziehen ist. Sie haben 200 Jahre lang, haben Sie mit aller Vehemenz beteuert, dass es die wichtigste und beste Errungenschaft der modernen Medizin ist, was Sie jetzt hier haben an Impfungen. Und jetzt plötzlich sollen Sie zugeben müssen, tut uns leid, es war halt doch nicht das Richtige. Also hier irgendwo den Spagat zu schaffen und da nochmal den Absprung, ich denke, das ist auch sehr schwierig. Aber es ist tatsächlich, ich denke, es ist ein riesengroßer Fehler gewesen. Also es ist mit, ich denke, einer von den größten Irrtümern, die die Medizin überhaupt jemals hatte, ganz sicher.